Moinsen Leute, Cranky Gaming hier und wir haben mit unserem Team die Can You Beat This Challenge von CK gemeistert. Mit wir meine ich den Molly, Moin, den Domi, Guten und mich den Chris. Das Ganze wurde auf der Map Fallen erspielt und wir haben, ich kann es euch schon mal so vorne wegnehmen, einen sehr guten Endscore erzielt. Genau, und da kommen wir natürlich auch schon direkt zu der ersten Klasse von mir, vom Domi, auf der Nummer 1 im Scoreboard mit dem Ingame-Namen Shadow Wisp. Als Erstwaffe habe ich die ACR und als Zweitwaffe die MP9. Das Equip ist wie immer die Semtex, das tragbare Radar und als Perks Fingerfertigkeit, Hardliner und Meisterschütze. Und ich denke, zu dem Rest muss man eigentlich auch nicht viel sagen. Ja, wie schon gesagt, ich bin der Molly und heiße den MW3 Mildreis. Ich spiele die M4R1 mit der Secondary-Waffe MP9, dazu die Semtex und das tragbare Radar. Als Perks habe ich mitgenommen Plünderer, Hardliner, Meisterschütze und meine Abschlussserien sind Fingerfertigkeit, ruhige Hand und Attentäter. Dann kommen wir auch schon fix zu meiner Klasse. Die bestand nämlich aus der ACR mit einem Schalldämpfer, dem Stinger, der Semtex und dem tragbaren Radar. Als Perks Fingerfertigkeit, Hardliner und Meisterschütze und als Killstreaks Attentäter, Schnellziehen und Plünderer. Den Stinger habe ich aus folgendem Grund dabei, da ich, an dritter Stelle natürlich, das Team ein wenig supporten wollte. So, das waren unsere Klassen. Wir kommen auch schon fix zur Taktik. Genau, und bei der Taktik, wie schon erwähnt, ist das Ganze ein Herrschaftsspiel mit einem 6er-Team auf der Map Fallen. Und wir sind Platz Nummer 1, 2, 3 und das erste, was wir natürlich gemacht haben nach dem Spawn, wir nehmen die C-Flagge ein. Als nächstes bin ich und der Molly sind außen rum gegangen und der Chris auf der Nummer 3 ist direkt diesen mittleren Gang lang gelaufen und hat so da uns so ein bisschen den Rücken und auch ja, uns ein bisschen so den Arsch gerettet und über die weite Distanz ein bisschen die Gegner weggeholt. Ich habe auch kurz Platz genommen an dieser einen Stelle, um ein bisschen rüber zu scopen, will ich jetzt mal sagen, um die Gegner richtig zu holen. Der Molly macht das ganz geschickt, er flankiert hier die Gegner von hinten, um zur B-Flagge zu kommen. Aber was ist das? Ein kleiner Aiming-Fail und er wird getötet. Aber ich, der noch bei der B-Flagge liegt, kann es noch schaffen, die Flagge einzunehmen. Und die weitere Taktik, denke ich, werden wir während des Spieles erläutern. Wir melden uns wieder frisch vom Schlachtfeld zurück, meine Freunde. Hier sieht man das Gameplay von mir, wie auch schon oben rechts in der Ecke man es sehen kann, vom Domi. Also dann vielleicht nochmal an der Stelle. Wenn ihr noch nicht ganz jetzt wisst, welche Stimme denn jetzt zu welchem Kerlchen, Kerl, Mann, ja, junger, heranwachsender Teenager gehört, dann hoffen wir natürlich, dass ihr das im Laufe des Gameplays einfach mal herausbekommt. Und da wir ja zu dritt den Kanal führen und auch zu dritt das ganze Ding hier kommentieren wollten, aber CK ja gesagt hat, dass der Kommentator auf Platz Nummer 1 sein soll und man auch dessen Gameplay sieht, ja, mussten wir uns halt natürlich was überlegen, wie wir das Ganze jetzt handhaben. Und wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass man während des kompletten Gameplay-Commentaries man die Sicht aus verschiedenen Sichten sieht. Also mal sieht man mich spielen, mal sieht man den Chris spielen und mal sieht man den Molly spielen. Ich denke, dass wir das so ganz gut gelöst haben. So habt ihr auch dann nochmal einen kleinen Einblick, wie denn die anderen sich so taktisch hingestellt haben oder welche Wege sie so gegangen sind, auch welche Waffen sie gespielt haben. Und uns gefällt es auch am besten, weil so ist jeder glücklich und jeder kann sein Gameplay, sag ich jetzt mal, auf YouTube präsentieren. Und so kann sich natürlich jeder ein wenig freuen. Ich denke, das ist das Beste für alle. So, und dann wollten wir uns einfach nochmal für die anderen drei Mitglieder unseres Teams bedanken. Denn sie waren ja auf den Plätzen 4, 5 und 6. Und man muss ja wirklich sagen, dass wenn man auf den Plätzen ist, darf man jetzt ja nicht so die Mega-Kills machen, wie man das vielleicht gerne möchte. Und deswegen nochmal ein Dankeschön an euch. Das wären dann einmal der Paul, der Dani und der Mike. Also Leute, gut gemacht. Gute Sache von euch, dass ihr uns mit uns zusammen das ermöglicht habt. Und hier hat sich das Gameplay auch schon gewechselt zur Sicht von vom Chris. Wie man es auch sehen kann, hat er hier den Stinger ausgepackt und holt direkt erstmal eine Drohne und danach diesen Care Package Geier, der da diese Packages halt dropst. So, und das war auch passend mit einem schönen Wort. Der Drops, den ich hier fertig gelutscht habe, ich übergebe das Wort. Ja, Glück auf! Der Molly übernimmt jetzt das Wort, Leute. Also nun kommen wir mal zur Aufgabe, was wir machen mussten. Also CK hat in der Can You Beat This Folge sich 5 Teamkollegen geschnappt, also insgesamt 6, also 1 plus 6, CK plus 5, 1 plus 5, fehl.
Und die haben sich dann halt durchnummeriert. Also jeder eine Nummer erhalten von 1 bis 6. Die Aufgabe war es dann halt am Ende an der entsprechenden Position zu landen. Also wer ist CK? CK war Nummer 1. Er muss dann am Ende auf Platz 1 landen. Ja? Er muss dann die meiste Punktzahl haben. Ja, und CKs Team hat haben die Gegner zerstört mit einem 200 zu 71. Und diese Punktzahl, also 71 der Gegner, sollte man dann noch unterbieten. Also man muss hinbekommen, dass die Gegner weniger als 71 Punkte bekommen. Jetzt würde ich sagen, Chris heizt weiter. Ja, ich setze mich kurz aufs Moped und ihr kriegt meine Stimme auch mal wieder zu hören. Denn ich habe in dem Gameplay noch nicht so viel gesagt, deshalb erkläre ich euch jetzt erstmal, warum wir so, ja, ich sag's mal, verwundert waren, dass wir die ganze Geschichte eigentlich so schnell übers Band bekommen haben. Nämlich haben wir uns ja gedacht, komm, wir versuchen mal hier die Challenge vom guten alten Meister höchstpersönlich zu überbieten. Und haben dann einfach mal, ja komm, uns ein Sechser-Team geschnappt und uns hingesetzt. Und dann im zweiten Versuch oder im ersten Versuch schon hat uns, glaube ich, eine Position gefehlt. Korrigiert mich jetzt bitte, falls ich jetzt lügen würde. Hat uns, glaube ich, eine Position gefehlt zum Sieg. Und dann haben wir uns einfach gedacht, komm, jetzt machen wir es nochmal und müssen es schaffen. Und dann haben wir es auch tatsächlich geschafft. Leider nicht in Bodenangriff, das wäre natürlich noch eine Etappe ja, besser gewesen. Aber irgendwie die neuen Leute haben wir dann leider nicht zusammenbekommen. So, hier ist auch schon wieder Dommys Gameplay. Jetzt kommt eine ganz gute Szene, wie ich finde. Und ja, an dieser Stelle würde ich euch natürlich gerne bitten, euch Zuschauer und dich da draußen, vielleicht das Video zu bewerten oder auch zu kommentieren, denn wie schon gerade gesagt, es hat uns zwar nicht so lange gedauert, beziehungsweise wir haben nicht so lange gebraucht, bis wir das Ganze erspielt hatten, aber der Domi hat sich dann doch im Nachhinein sehr viel Mühe gegeben und sich sehr lang an die Sache rangesetzt, bis alle Effekte so waren, ja, wie wir es wollten und alles so übereingestimmt hat mit unseren Vorstellungen. Also Domi, da möchte ich auch mal dich loben, dass du so viel deiner kostbaren Freizeit in Anspruch genommen hast, um uns hier... Ich danke dir auch. Die Chance zu ermöglichen, beim Commander etwas hochzuladen. Also, wie gesagt, das ist jetzt zwar hier vielleicht Werbung in eigener Sache, aber ja, komm, schaut bei uns vorbei. Dobby, ich gebe dir morgen Keks aus. Ja, wenn es halt euch gefallen hat, dann schaut aber nicht mal die billigen. Vorbei. Ja, genau. Ja, also, das Gameplay, ihr seht es vielleicht schon, die Gegner haben nicht allzu viele Punkte, also sie bekommen auch im Verlauf des Gameplays nicht mehr so viele Punkte. Ich glaube, wir haben die Hälfte von CKs Punkten, um so viel schon mal vorne wegzunehmen. Ja, also wir haben es eigentlich... Spannung aus der Affäre zu nehmen, ja. Genau, wir haben es eigentlich ganz gut über die Runden bekommen und auch, was wir sehr lustig fanden, wir kamen in die Lobby rein und die Leute im Gegnerteam waren anscheinend alle Deutsche oder so gut wie alle waren sie Deutsch und haben direkt geschrieben, ja, die Runde wird's wohl leider nichts mit der CK-Challenge, aber so wie wir das natürlich wollten, war es am Ende dann natürlich nicht so und wir haben es geschafft. Und an der Stelle war eine kleine Host-Migration, da hab ich innerlich, oh, ich bin in Schweiß. Also der Schweiß ist mir überall runtergelaufen. Ich dachte, wenn jetzt dieses Scheißspiel abkackt, boah, ich hätte so geschrien. Aber haben wir natürlich schon mal Glück gehabt. Da wollte mal wieder jemand oben im Himmel, dass wir das Ganze natürlich über die Bühne, fail, bringen und auch somit den ganzen Drops hier lutschen können. Dann mag ich noch ganz kurz anmerken, dass wir mit einem aus dem DNO-Clan zusammengespielt haben, mit denen der Commander ja ganz oft zusammen spielt. Und er meinte so, yay, CK-Challenge und so und hat uns dann am Ende auch gratuliert, was wir sehr gut fanden. Ja, das Spiel, also der Endscore von mir, ein 37 zu 6. Ihr könnt es hier nochmal in groß sehen, Nummer 1, 2, 3, 4 und 5 und 6. Die Challenge haben wir erreicht und damit verabschieden wir uns auch. Lasst euch schmecken!